Hallo liebe Zuschauer, danke, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Grid Autosport mit, ja, wahrscheinlich nur drei. Cinnamon kommt irgendwie nicht rein und fliegt die ganze Zeit wieder raus wegen seinen Sturmschäden am Internet. Wir fahren endlich nicht mehr Endurance, sondern mit den Formula, nee, Touring A auf Bathurst. Ich hab Mastersteller leicht. Hey, Mount Panorama ist das? Ja, das ist Bathurst. Ach so. Also der Berg hier, wo die Strecke ist, ist, also der Ort ist, glaube ich, Bathurst und, der Berg da hinten ist der Mount Panorama und die Strecke ist, glaube ich, Mount Panorama Circuit. Okay. Soweit ich weiß. Ah, der würdest du nur angeben, ey. Ignoriert den Scheiß einfach. Ups. Danke, Andy. Schönes Ding. Das habe ich ein bisschen verkalkuliert. Tut mir leid. Du klingst aber ein bisschen heiser. Ja, ich bin noch ein bisschen erkältet. Das ganze Reden hat ihn jetzt ein bisschen aufgebraucht. Ja. Na, Verzeihung. Ja, wir müssen mal aber den Mastersteller da vorne wegkriegen. Boah, fährt endet, mir hinten drauf und Lenkschaden, ey. Toll. Es geht ab, du hüpfst hier aber auch gut durch die Gegend, Andy. Echt? Also, immer wenn es bergab geht, dann bleibst du erstmal noch ein bisschen gerade. Höchst interessant. Ja, oh, hinter mir. Oh, könnte es an mir liegen, weil hinter mir hupsen sie auch alle rum. Eben war das noch nicht so. Boah, der Wagen fährt sich aber angenehm. Find ich. Ja. Kann man sagen, ne? Ich hab den irgendwie anders in Erinnerung. Huch, wie sieht der aus? Ich hab den zäher in Erinnerung und schlechter durch die Kurven gehend. Aber irgendwie hat er meine Autofront geknabbert. Stimmt, das ist der Knabberwagen. Nein, nein, komm. Oh, fick. So, schön 330 mit der Kiste. Ja, und geht gut. Ohne Windschatten. Also niedrigen Abtrieb? Ja, minus 50. Ich habe minus 100, ich weiß nicht, wie viel ich geschafft habe. Ich habe aber auch längere Besetzung, das ist, glaube ich, zu viel. Wie sieht sein Wagen denn aus? Zwei kaputte Hinterräder, total zerknautscht. Nicht schlecht. Ich hätte die Übersetzung lassen sollen. Übersetzung habe ich plus 20, plus 30, irgendwie sowas, ja. Ja, ich habe sie plus 50, glaube ich. Ich hätte die normal lassen sollen, weil ich glaube, der hat schon genug Topspeed, so normal. Hat er auch, ja, der hat auf jeden Fall viel Power. Und aber die Bremslichter bei dem sind recht dunkel irgendwie. Die sind doch getönt, wie es aussieht. Ja, tatsächlich. Der fährt sich echt gut gerade. Der geht gut in die Kurven rein und so. Ich hätte den viel untersteuern da in Erinnerung. Ja, vielleicht ist das durch den niedrigen Abtrieb, dass er sich ein bisschen flockiger fährt. Eigentlich müsste es ja andersrum sein. Naja, viel Abtrieb heißt ja auch, dass zu wenig. Also das heißt zwar nicht, dass du viel Anpressdruck in Kurven hast und so weiter, in Kurven schneller fährst, aber du hast halt auch mehr Windwiderstand. Ja, aber eigentlich, ja genau, in den Kurven müsste doch eigentlich dann ein bisschen flotter sein. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt irgendwie hier besser geht. Vielleicht gab es ja einen heimlichen, nee, es gab keinen Patch. Nö. Lange nicht mehr. Oh, Mastersteller hat sich gut gegen die Wand gesetzt. Da komme ich nochmal ran. Das in der letzten Runde, nein, nein, mein lieber Master. Oh, da habe ich die Kurve verhangen. Vielleicht hat er nicht einen niedrigen Abtrieb und ich kann rankommen. Ich würde es mir wünschen. Vielleicht bin ich auch im Windschatten, aber ich glaube, bin ich ein bisschen zu weit weg. Der hat gerade einen Teil verloren, glaube ich. Auf jeden Fall fliegt der ganz gut. Ja, also 342 habe ich mit dem Wagen auch gemacht. Ja, er verkackt's. Nice. Aber er rammt nicht. Dankeschön. Da hat's mal funktioniert. Das kommt davon, mein Lieber. Also, was passiert? Mann. Ich hab ihn einfach voll von der Gerade weg. Er fängt an, mich zu rammen. Ich hole leicht aus, fahr gegen ihn und er dreht sich einfach komplett weg, ohne dass mir irgendwas passiert. Richtig geil. Oh, das hat richtig schön funktioniert. So muss das. Ach, scheiß Spiel. Ja, bei mir war es direkt der Anfang, wo mich Isocool schön weggeknüppelt hat. Isocool, wo ist er denn? Unten. Ah, Isocool. War ein Lila unterwegs. Will der einen Vote? Der, keine Ahnung, auf jeden Fall war er halt irgendwie neben mir. Ich rutsche halt ein bisschen rüber, treffe ihn da leicht und in der nächsten Kurve haut er mich halt voll raus. Überreagiert. Und dann drückt er mich wieder in die Wand. Also. Okay. Danach hatte ich das Glück, dass er rausgeflogen ist, sonst hätte ich da auch noch ein bisschen gerammt. Aber ja, ich hatte halt auch schon genug Glück. Zeit gekostet. Vor der letzten Kurve wollte Mastersteller mich abdrängen und hat's
hat's zurückbekommen. Das sah richtig nice aus. Ich hole so ein bisschen aus, drehe ihn weg und er einfach instant dreht sich vor mir weg und rutscht ins Gras, so direkt vor mir. Standen so quasi Motorhaube zu Motorhaube kurzzeitig. Das war richtig nice. Und damit sehen wir uns dann gleich beim nächsten Rennen mit wahrscheinlich wieder Formula. Ich bin schon wieder bei Formula. Wahrscheinlich wieder Touring A. Wieder da in der Hitze von Jarama beim zweiten Rennen mit den Touring A-Kisten. Und ich starte jetzt von 1. Das ist geil. Freuen wir uns auf ein spannendes Rennen. Oder auch nicht. Vielleicht kann ich auch einfach allen vorne wegfahren. Oh ja, das wäre super. Nein, das wäre scheiße langweilig. Eigentlich ist das nicht super. Abkürzen. So, dann kriegt man nämlich nicht auf den Sack. Aber man kann natürlich überholt werden von den Leuten, die nicht abkürzen. Da fliegt einer quer. Der Masterzelle hat sich irgendwie abgeschossen. Andy, wir sind, glaube ich, gerade parallel gerutscht, deshalb hast du mich nicht erwischt. Ja, so geil. Bei mir hast du Bremslichter? Nee, sah nur so aus. Ich dachte, du hättest Bremslichter an. Ja, damit du auch mal eine Chance hast. Ich dachte, man müsste. Normalerweise hatte ich immer in Erinnerung, dass man mit den Wagen so früh bremsen muss, aber das ging jetzt eigentlich. Ich hab jetzt deutlich zu früh gebremst. Andy-Kurve! Oh, schade. Handbremse ist mit den Karren keine gute Idee. Sag ich euch. Die haben Handbremsen? Ja, haben die. Probier's halt aus. Nein, nur die Formulas nicht. Haben keine. Die ganzen Touring-Karren haben. Okay. Gut, Andy. Oder bist du gar nicht wirklich rausgeflogen? Doch. Hä, bei mir bist du gerade gegen die Wand gefahren. Ja, bin ich auch. Das kommt davon. Sorry, ja. Tut mir leid. Hervorragend. Ja, das ist die Rache für vorhin. So, jetzt darfst du vorfahren. So, das müssen wir den jagen, ey. Ja. Und dann teilen wir uns den Sieg. Aber allzu langsam ist der auch nicht. Nee, deswegen sag ich ja, das ist ein Kacke. Oh, gerade drei Plätze gut gemacht, weil es einen Unfall gab. Hui! Die hinten da, die drei, die da so eng zusammen waren, hinter uns. Ja, Platz 6, 5, 6 und 7. Ah, du bist... Nee, aber du bist nicht Vierter. Ich bin Fünfter. Vierter ist Mimek. Oh, Andy. Wow. Hui! Das war richtig knapp. Ah, da bin ich mal gut aus der Kurve rausgekommen. Bloß schnell weg von dem wütenden Mob hinter mir. Ja, ein bisschen von dir und ich werde ja auch schneller durch, ne? Das war die Rache für vorhin. Nee, das hast du eh verbremst, ne? Ja, ich hätte aber, ich wäre nicht rausgeflogen. Aber ich habe mich verbremst, hast du recht. Ich habe meine Front einfach nicht gesehen, minimal mitgenommen. Ja. Ist ja jetzt nicht wichtig. Wenn wir den da vorne noch kriegen wollen, müssen wir uns jetzt irgendwie was einfallen lassen. Ja, wir sind jetzt zumindest näher gekommen. Ja, wobei ich nicht wirklich. Boah, der Curbs mag der Wagen nicht. Nee. Da ist er ein bisschen empfindlich. Ja, hab ich gerade auch gemerkt. Ja, jetzt habe ich wieder so ein bisschen. Vielleicht war es die Übersetzung, aber das kann eigentlich auch nicht sein, weil jetzt fährt er sich wieder nicht so gut, also kommt nicht mehr so gut in die Kurven rein. Also meine schmiert auch ganz schön, muss ich sagen. Ja, damit habe ich nicht so Probleme, sondern ich komme irgendwie nicht mehr in die Kurven rein. Wieder nicht mehr. Keine Ahnung, warum. Oder was da los Kacke. Ist. Na gut. Bin ich wohl dran schuld, ne? Er ist ja jetzt niemand, dem man es nicht gönnen würde. Doch.
Ja, meinst du, oh, Master Seller ist 9. Das ist gut. Ja, er war auch irgendwie in diese ganze Gruppe da verwickelt. Ich wurde ja auch irgendwie direkt in der ersten Kurve geschubst, in der zweiten Kurve ein bisschen geschubst. Das hat mich halt auch schon ein bisschen nach hinten geworfen. Und dann hatte ich halt Glück, dass die eine Gruppe sich da halt zu dritt behakt hat und ich da vorbeifahren konnte. Sonst wäre ich auch wahrscheinlich 8. geworden. Ja, da war wahrscheinlich Master Styler mit in der Gruppe, die sich da behakt hat. Nee, der war dahinter. Würde ich einfach mal so vermuten. Ah, okay, ja, gut. Dann war er es nicht. Nee, er hatte vorher schon unter dem ganzen Gerammel da gelitten. Beziehungsweise er hat sich auch in der zweiten Kurve einmal weggedreht in eurer Gruppe da vorne und dann steckt er im Schlamassel. Wobei, da hatten wir nichts mit zu tun. Das war sein eigener Fehler. Er kam links auf den Rand, auf den Sand und ist dann nach rechts rüber geschossen. Willkommen im letzten Rennen mit dem Mini Miglia auf Autosport Raceway. Die Kombination haben wir ja noch nie gefahren und wir freuen uns auf ein Untersteuer-Festival. Wieder mit Kongo und Andy. Das wird herrlich. Und mein Spiel hat sich erstmal. Was war das denn? Belegt Moment, fährt los und fährt wieder zurück und fährt dann wieder los. Danke. Sorry, ich kann gerade nicht fahren, weil. Oh Mann. Oh, mein Spiel ist. Nein, weiter. So, meine Aufnahme müsste jetzt weitergehen. Mein Spiel hat sich nämlich gerade irgendwie minimiert. Oh je, oh je, oh je. Ich bin jetzt natürlich 9., das ist natürlich super. Letzter und so. Mal sehen, wie weit es von da noch nach vorne geht. Das war Sempo und sein PC in einer Paradedisziplin. In Aktion. Nämlich dem Verkacken. Oh, toll. Wow, wieso? Alter! Was? Was hatten die da gemacht? Den hatte ich aber auch gerade nicht schon. Die sind da gerade übelst langsam gewesen. Alter. Final Demolish rammt mich erstmal weg. Der Name ist Programm. Jetzt hat er mich ganz knapp verpasst. Aber so komme ich natürlich niemals hier vorne irgendwann ran. Und was machst du denn aber auch die ganze Zeit? Final Demolish wird jetzt in die Wand. Ach, die anderen fahren auch in die Wand. Okay, der hat sein Mini schon gut demoliert, der Grisham All. Es sind immer gut die Leute, die in dieser letzten Kurve hier immer gegen die Wand heizen. Ich habe jetzt nur Angst in der ersten Kurve, dass die mich da wieder rauspflücken. Pflücken. Einfach innen bleiben, dann können sie nicht. Dadurch, dass es ja so ein Doppelknick ist, wenn sie sich da hart verbremsen, rutschen sie nämlich nach außen. Und Schalke-Bub ist wieder Erster, weil Andy nicht mitkommt. Andy ist Dritter. Oh ja, hör auf, ey. Final Demolish ist raus. Andy, bist du das da vorne? Ja. Nee, oder doch, ja, bist du. Wer gurkt denn da sonst wo über die Strecke? Hat der da vorne die Wand berührt, Andy? Der da vor dir? Keine Ahnung. Cardion ist wieder da. Drauf, bei mir flippert der total über die Strecke rum. Wer ist das? Meine Tür! Nein! Ich habe sie geliebt. Du Sau! Das war meine kostbare rechte Tür. Jetzt ist es kalt im Auto. Die rechte! Oh mein Gott! Rechte Tür. Nicht mal die Fahrertür. Doch, es war die Fahrertür. Moment, du sitzt bei dem rechts. Scheiße, ich voll die britisches Auto, ja. Auch wenn Miglia nicht sehr britisch ist. Sondern eher italienisch. Das ist voll lächerlich, ey. Kommt halt davon, wenn man abkürzt. Vielleicht war der Wagen irgendwem gewidmet worden. Und deswegen Miglia genannt. Ja, wahrscheinlich ist es die Miglia. Miglia war ja damals so ein Rennen, wo die, glaube ich, gefahren sind. Das war so ein Ausdauerrennen, was dann irgendwann verboten wurde, weil zu gefährlich. Und vielleicht war das da so eine Version oder wegen dem Rennen. Kann ich mir jetzt vorstellen. Jemand, der davon Ahnung hat oder Google benutzen kann, könnte das ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Weil wir nämlich kein Google benutzen können und es sowieso wieder vergessen werden. Genau so. Also, dass wir den vergessen. Google weiß ich schon, wie das geht. Das habe ich mir neulich runtergeladen. Oh, Grisham All, was für ein Arschloch. Kannst du den mal wegrammen? Ich war schön dran an euch und der hat mich schön aus der Kurve gepflückt. Okay. Ja, muss den jetzt nicht wegrammen, aber wenn du ihn so ins Abkürzen drängen kannst oder so, wäre ganz witzig. Ja, hat super geklappt. Ich schieb dich mal wieder ein bisschen. Danke. Jetzt kommt Andy. Mensch, siebter, das kann doch wohl nicht sein. Andy, wieso fährst du durchs Gras? Wow. Boah, der Muckisch Audi kam nicht aus dem Arsch, den musste ich schon schieben. Okay. Was wohl mit dem los war. Ja, der fährt ja auch gerne in die Wand. Wow, Andy, da bist ja du.
Wieso? Ach ja, du hast den Wagen. Deshalb bist du schneller. Danke. Das hat mich jetzt wirklich gut angeschoben. Vielleicht kriege ich ja noch diesen Kongo da. Alter, wie Schalke, wo vorne weg ist, weil wir uns die ganze Zeit behaken. Ja, der hat echt freie Bahn. Ich war ja auch perfekt die Ideallinie. Ich war auch am zweiten dran, aber hatte dann halt ein Problem und dann. Das Problem mit dem Mini ist halt, wenn man nicht Ideallinie fahren kann, verliert man extrem viel Zeit mit dem Wagen, weil der so untersteuert. Und ja, wenn man sich kloppt, dann kann man halt nicht Ideallinie fahren. Oh, du hast den. Ah, nee, der leckt nur. Ich dachte gerade, du hättest den gut abserviert. Na, das hat er selber gemacht. Oh, jetzt stehst du mir im Weg. Hinter mir ist noch Mukesh Andy. Aber der kriegt mich nicht mehr. Ich bin zwar noch mal schneller als das belegte Brot mit Ei, aber leider. Ja, schade, hätte ich da am Anfang mal nicht mein Spiel minimiert. Scheiße, ey. Gut, mit dem vierten Platz bin ich noch zufrieden, wenn das mich dieser komische Roll nicht gerammt hätte. Wenn mich dieser. Kongo, du hast gesagt, der hätte ich vorhin auch gerammt, dann kriegt er jetzt mal ein Vote, würde ich sagen. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Hm. Nö, ja, ist okay. Kann es sein, dass perfekt. Du gerade vor mir gewertet wurdest? Keine Ahnung, ich war Vierter. Kann schon sein. Ist natürlich absoluter Bullshit, aber. Was warst du nicht eben hinter mir? Vielleicht, ja, ich war hinter dir. Vielleicht war das asynchron, weil ich am Anfang mein Spiel minimiert habe. Kann es sein? Ich war meines Wissens, hatte ich ja auch noch den Mukesh Andy überholt und wäre deswegen Vierter gewesen. Jetzt war ich aber Fünfter. Genau. Ich war auch hinter dir. Kann sein, weil du hast ja am Anfang gesagt, dass ich losgefahren bin und nach hinten gesprungen bin. Ja, du bist vielleicht war ich deshalb asynchron. Und ach, das war ist so eigentlich blöd in dem Spiel. Weißt du, du bist von der Zeit her asynchron, aber von der Rennposition her, wo du bist, nicht. Ja, das ist totaler Schwachsinn. Aber gut, andererseits, ja, die Zeit ist halt das Einzige, was sie wirklich zählen können, um zu wissen, wie es bei demjenigen auf dem Bildschirm dann wirklich ist. Ja, dadurch, dass sie eben halt keine dedicated Server haben, die die Zeit ansagen, sondern dass das irgendwo über den Spieler läuft. Naja. Ja. Das war diese Folge und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr wieder einschaltet. Naja, wir bedanken uns fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.